Hallo, ich grüße dich ganz herzlich und wünsche dir einen wunderschönen guten Abend. So ganz spontan hier live. Mal schauen, wer so spät zu später Stunde, wie haben wir, 20 nach 9 schon, hier noch nicht im Bettchen hüpft. Hallo, liebe Evelyn. Schön, dich zu sehen. Schenkst du mir mal einen Daumen hoch oder ein Herzlein, dass ich weiß, dass ich gut zu sehen und zu hören bin? Die Karin ist mit dabei. Schön, euch zu sehen. Ja, danke, liebe Evelyn oder Karin, wer von euch mir das geschickt hat. Ich habe immer noch diese Prägung von Sonntag, war es, glaube ich, wo ich eine halbe Stunde ja vor der Kamera gequatscht habe und ich nur zu sehen, aber nicht zu hören war. Deshalb immer wieder meine Nachfrage. Schauen wir mal, wer um die Uhrzeit noch dazu kommt. Ich möchte mal ganz ehrlich heute etwas aus meinem Tag heute mit dir teilen hier, weil vielleicht, vor allem wenn du mich schon ein bisschen länger hier beobachtest, Dankeschön, wenn du mich schon ein bisschen länger hier beobachtest, dann denkst du vielleicht, ja. Die hat es geschafft, die hat ja keine Probleme mehr. Da ist ja alles in Butter, da läuft ja alles bestens und oder was auch immer. Oder ja, das Thema, die hat es geschafft einfach. Da möchte ich mal ganz ehrlich was mit dir teilen. Dem ist nicht so. Und denn heute Morgen kurz vor 6 aufgestanden, weil ich zur Zeit so kurz nach 6 laufen gehe, sind ja gerade hier für eine Weile wieder im Saarland. Und dann habe ich etwas gelesen, so völlig überrascht, weil ich schaue mir da morgens auch immer noch mal sowas an, was so mein Mindset pflegt, was so ein Startpunkt in den Tag ist. Und habe da eine Nachricht gelesen und die hat mich da so von jetzt auf gleich so quasi, ja, wenn du so willst, nicht aus der Bahn geworfen, aber mein Körper hat reagiert. Ich hatte gezittert, ich hatte auch Durchfall gehabt nochmal dann gleich und war völlig erstaunt und habe gedacht, was ist denn das jetzt? Ich dachte, dieses Thema ist erledigt. Also es ist so ein ganzer Film nochmal aus meinem früheren Leben bei mir abgelaufen und habe dann mal erstmal so ein bisschen was noch mal geregelt und um 7 Uhr bin ich dann heute Morgen schließlich losgelaufen und da es um die Zeit schon anfing hell hier zu werden oder schon fast hell war, bin ich dann heute Morgen auch in den Wald, weil ansonsten um 6 Uhr ist es schon dunkel hier und dann laufe ich hier einfach um den Häuserblock und ja, war dann im Wald unterwegs und das hat mich natürlich so beschäftigt, diese Situation von heute Morgen und dachte, verdammt noch mal, was ist da in deinem Zellbewusstsein noch drin, dass diese Situation dich jetzt so beschäftigt, solche körperlichen Reaktionen in dir ausgelöst hat und in dieser ruhigen Energie im Wald, wo ich mich damit auch beschäftigt hatte, da flossen auch Tränen, also wie sagt man so schön, ich habe geheult wie ein Schlosshund. Es hat mich einfach beschäftigt und ich war ein bisschen überzogen gesagt, sogar erschüttert, dass da noch mal in der Richtung was bei mir aufkam. Und jetzt hätte ich das sicherlich auch alleine mit meinem ganzen Wissen, mit den ganzen Techniken und allen Dingen, die ich mir da die letzten Jahre meiner Praxistätigkeit angeeignet habe, sicherlich auch irgendwo hingekriegt. Also ich war jetzt nicht, soll ich sagen, ich war jetzt nicht in der Depression deshalb heute Morgen, aber es hat mich beschäftigt. Ich war einfach irgendwie erschüttert, habe gemerkt, wenn der Körper solche Reaktionen zeigt, dass ich so zittere und sogar noch Durchfall habe, dass da irgendwas noch in mir drin ist. So. Und auch diese Tränen, die dann einfach so im Wald heute Morgen geflossen sind, hat mir ja auch gezeigt, da ist noch was in mir drin. Und da hätte ich es natürlich auch dabei belassen können. Und
mit meinen eigenen Techniken da mir ja etwas zurechtlegen können. Hallo, liebe Julia. Aber der schnellste Weg, wie ich das dann heute einfach hinbekommen habe, und das ist das Wertvolle einfach, ist, dass ich da einfach einen Coach auch jetzt an meiner Seite immer noch habe, mit der ich dann drüber reden konnte. Und dann war dieses Thema, also ich hatte heute mit zwei Coaches gesprochen, heute Morgen ein Thema ein bisschen angeschaut, auch schon gelöst, das heißt ein bisschen angeschaut, schon gelöst, habe aber gemerkt, da ist noch etwas, da poppt dahinter noch etwas auf und hatte dann heute Nachmittag mit einem anderen Coachee noch eine Session und da sind wir nochmal weiter an diesen Kern gekommen. Und so wäre ich nicht so rasch an diese Themen jetzt zur Lösung heute rangekommen, wenn ich jetzt nicht mir erlauben würde, auch selbst noch Coaches an meiner Seite zu haben. Denn schau mal, und ich war wirklich erstaunt, dass das Thema heute Morgen aufkam und deshalb teile ich das hier so offen auch mit dir. Zum einen, dass du auch weißt, das ist wie so eine, ja, ich vergleiche es immer gern mit einer Zwiebel, um immer noch tiefer an den Kern ranzukommen. Dann, da gibt es einfach immer mal so ein paar Schalen abzutragen. Und das Ganze ist auch, das ganze Leben ist ja Entwicklung. Ich weiß noch gut, als ich mir so mein erstes Coaching geleistet hatte, da dachte ich, okay, das mache ich jetzt. Damals vor 14 Jahren Mentaltrainerausbildung, das mache ich jetzt. Und dann läuft der Laden. Dem ist aber nicht so. Was mir damals ja auch noch gefehlt hatte, war überhaupt die Anleitung, wie positioniere ich mich denn jetzt am Markt als Trainerin und solche Dinge. Die gab es ja mit der Ausbildung damals nicht mitgeliefert. Da stand ich ja wieder allein auf weiter Flur. Aber ich dachte halt einfach, okay, jetzt mache ich die Ausbildung und dann ist gut. Aber letzten Endes, wenn wir uns das Leben anschauen, das ganze Leben ist Entwicklung und Entfaltung. Und ein Baum, der jetzt in diesem Jahr, keine Ahnung, wie viel Zentimeter gewachsen ist, wenn er das Bewusstsein dazu hätte, der würde ja auch wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen zu denken, okay, bin jetzt dieses Jahr 30 Zentimeter gewachsen, jetzt mal gut, jetzt bleibe ich da stehen, der will ja auch weiter wachsen. Die ganze Natur und alles ist Entwicklung. Und so, hallo lieber Martin, und so, je mehr wir uns mit uns selbst beschäftigen, umso tiefer kommen wir an den Kern und umso mehr erweitern wir natürlich unsere Komfortzone. Denn ich habe ja jetzt auf dem Weg bis hierhin, und so kam es ja auch, dass ich die Akademie gegründet habe, wo ich ja wunderbare Menschen, einige schauen ja jetzt auch hier zu, begleite und da abhole, wo sie gerade stehen und ihnen helfe, ihren Seelenberuf zu kreieren und dann auch ins Geld verdienen zu kommen. Aber dennoch bin ich ja selbst auch auf meinem Weg. Nichtsdestotrotz, hallo liebe Birgit, ich will ja jetzt auch nicht da stehen bleiben, wo ich jetzt stehe, sondern möchte mich ja auch weiterentwickeln. Möchte ja auch so den nächsten Step, den nächsten Quantensprung in meinem Leben eben auch, ja, erreichen. Und deshalb habe ich auch bis heute und werde das auch, das ist das Wertvollste, was ich habe, wohl auch die nächsten Jahre noch werde ich auch Coaches an meiner Seite haben, die einfach dort sind, wo ich jetzt hin möchte. Und das habe ich heute wieder so schätzen gelernt, wie schnell wirklich Blockaden gelöst sind, wenn du jemanden an deiner Seite hast, der für dich ansprechbar ist, dem du dich anvertrauen kannst, der dort steht, wo du hin willst, dem es selbst auf ähnliche Art und Weise auch schon mal so ging und der dann ganz genau weiß, und zwar als Außenstehender, wie sagt man so schön, wo der Hase im Pfeffer begraben liegt oder so, da gibt es doch irgendwie so einen Ausdruck, weil ich hätte mich jetzt heute mit meinem ganzen Wissen sicherlich auch nochmal meine Krone gerichtet, wie ich immer so gern sage, und dann wäre es wieder weitergegangen, einmal schütteln und weiter und durch. Aber genau das Thema, was wir heute durchleuchtet haben, und es hat was mit meinen Eltern noch zu tun gehabt,
Mit beiden, in erster Linie mit meiner Mutter, aber auch mit meinem Vater ganz viel. Ich hätte nie geglaubt, dass das noch ein Thema ist, das in mir gärt und das mich jetzt auch davon abhält, den nächsten Quantensprung in meinem Leben zu machen. Ich hätte es ja wieder gedeckelt, weil man ist ja so in seiner eigenen Energie gefangen und selbst wenn man sich schon viel Wissen angeeignet hat, also wenn du da in verschiedenen Bereichen, im spirituellen Bereich schon Wissen angeeignet hast, egal jetzt mit was, sei es mit Prana-Heilung, mit Aufstellungsarbeit, mit was gibt's da alles? Theta-Healing, Zeitlinienarbeit, Timeline, egal was, welche Techniken oder innere Kindarbeit oder was. Man ist mit sich selbst in seinen eigenen Energien einfach gefangen. Man hat dann, ich hätte heute so eine Variante gefunden, wie ich das Ganze wieder so drehe und aus dem Dramapferd da wieder absteige und sage, okay, Krone richten und dahin geht's weiter. Aber das Thema wäre letzten Endes nicht gelöst gewesen und hätte mich weiter davon abgehalten, wirklich den nächsten Quantensprung in meinem Leben zu machen, weil ja, du möchtest dich weiterentwickeln, jeder will sich weiterentwickeln, ich möchte mich ja auch weiterentwickeln, es wäre ja jetzt fatal, wenn ich jetzt noch dort stehen würde, wo ich vor 15 Jahren stand, als ich damals die mentalen Gesundheitspraxis Kraftquelle selbst gegründet habe. Und das ist wirklich der schnellste und der wertvollste Weg, die eigenen Themen anzuschauen, zu lösen, in die Heilung zu bringen und sich zu befreien von den ganzen Schleiern, Schritt für Schritt, wie sie aufkommen, wie sie sich zeigen, wenn Mann, Frau da eben jemanden hat an der Seite, mit dem man dann einfach mal so von jetzt auf gleich auch ja ins Gespräch gehen kann und mal genau hinschauen kann und das lösen kann. Das ist der kürzeste Weg, wirklich immer tiefer und tiefer zu sich selbst zu finden. Das ist etwas, was da einfach nie aufhört. Diese Entwicklung. Es wird leichter im Laufe der Zeit, ja. Aber ich wollte das einfach mal gerne mit dir teilen. Ich bin weder irgendwie erleuchtet oder sonst irgendwas. Ich bin halt im Moment an dem Punkt angelangt, dass ich weiß, Coaches auch an meiner Seite ist das Wertvollste und die werde ich auch immer haben, dass ich einfach mich auch weiterentwickeln kann. In meinem Interesse, aber auch natürlich im Interesse von denjenigen wunderbaren Frauen und Männer, mit denen ich da zusammenarbeite, denen ich einfach da helfen kann, für sie jetzt im ersten Step mal überhaupt das Ding herauszufinden, also den Seelenplan überhaupt mal zu entdecken und dann auch den Seelenberuf daraus zu kreieren. Und gerade im jetzigen Zeitalter, das uns da auf der einen Seite entgegenkommt, gibt es ja immer nochmal Möglichkeiten, die man miteinander verknüpfen und verbinden kann und nochmal ergänzen kann. Also noch besser helfen kann. Das ist ja auch irgendwo mein Ansinnen. Ich selbst lerne ja auch damit nochmal und kann das ja dann eben auch weitergeben. Und das möchte ich ja eben auch. Ja? Also es ist wirklich die schnellste, einfachste Variante, wenn man ist einfach in seinen eigenen Themen, in seinen Schleiern so gefangen, selbst wenn man sich schon Hintergrundwissen angeeignet hat und die ein oder andere Methodik oder Technik drauf hat, schon praktiziert hat, man ist einfach so gefangen mit sich selbst, dass man ganz alleine das nicht so schnell hinbekommt. Das wollte ich einfach mal mit dir teilen, meine Liebe, mein Lieber. Okay? Danke für dein Dabeisein, danke fürs Zuhören. Bis ganz bald. Tschüss.